Hier läuft schon, Schatzi. Okay. Servus! Moin, moin. Wir sind gerade auf dem Weg zur Intermod und werden da jetzt hoffentlich das eine oder andere Video drehen, das eine Interview machen, ne? Ja, nicht nur hoffentlich, das werden wir. Das werden wir auf jeden Fall. Und wir wollen jetzt mal fragen, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Sachen, die wir für euch rausfinden können, die wir nachschauen sollen, dann schreibt das in die Kommentare. Vielleicht auch Tipps, wo wir auf jeden Fall hingehen müssen. Genau, das ist für uns mal ganz gut zur Orientierung und dann kriegt ihr auch, was ihr wollt. Wir gucken uns auf jeden Fall so Sachen an, wie natürlich die neue Suzuki GSX-R, die ist mega interessant. Ja, auf jeden Fall. Bei Kreidler gibt es die DICE SM, die will ich schon lange mal sehen und so Sachen, ne? Also und auch noch so kleine Spielereien. Ich habe gehört, Cover hat die H2R wieder aufgebaut. Ja, das sieht richtig gut aus. Ich war ja schon einmal kurz da, um mein Presseticket abzuholen und Kawasaki hat da richtig geile Dinge aufgebaut. Die haben auch richtig viele Rennmotorräder und so Custom-Umbauten und so hingestellt. Richtig gut. Ja, geil. Der gesamte Custom-Bereich und so, da müssen wir unbedingt was drüber machen. Aber naja, uns besteht viel Arbeit bevor, aber auch viel Freude dabei natürlich. Yay. Und ja, ich würde sagen, das war's für dieses kurze Video und dann sehen wir uns die Tage wieder mit die Tage, den Sachen, Fall, die wir heute erlebt den haben. Den Intermods an. Die kommen dann im Laufe der nächsten Woche online. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn euch irgendwas interessiert und wir sagen ciao und bis die Tage. Haut rein.